Traditionell fand auch in diesem Jahr am 1. Mai-Wochenende wieder das Reit- und Springturnier auf der Reitanlage des Pferdesportvereins Mösen an der B173 statt. In diesem Jahr war es bereits die 29. Auflage. Das Publikumsinteresse war auch diesmal wieder groß und rund 500 Freunde des Pferdesports waren trotz des kalten Wetters gekommen, um die Darbietungen von Pferden und Reitern zu verfolgen. Vertreten waren 120 Reiter-Pferdpaare aus Sachsen, Thüringen und Bayern. An beiden Tagen gab es neben Dressurprüfungen auch wieder Springprüfungen bis zur mittelschweren Klasse. Nee, das darfst du nicht an. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung der besten Dressur- und Springreiter mit dem Frank-Erler-Gedächtnispreis, der mit einer finanziellen Ausbildungsbeihilfe verbunden ist. Erfolgreichster Teilnehmer des PSV Mösen war der Vereinsvorsitzende Thomas Erler mit einem ersten Platz in der Punktespringprüfung auf Melissa sowie zweiten Rängen in der Springprüfung ebenfalls auf Melissa und einer Springprüfung mit Stechen auf Miss Bringel.